Willkommen zurück bei DuckTales. Endlich geht's mal weiter, ich habe keine Aufnahme mehr, das heißt, es geht wieder vorwärts. Da ich ja, wie jeder weiß, nicht im Voraus eigentlich produziere. Hier fehlt ein Federkiel. Okay, was bringt das, wenn der dann dort ist? Ich habe keine Ahnung. Das hatten wir ja schon mal. Wir wollten ja das letzte Mal da runtergehen und mal gucken, gibt's hier noch irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Jemand hat eine der Teleskoplinsen entfernt. Oh mein Gott. Ich dachte schon, das ist sie. Und hinab. In den Keller. Hallo. Wie man sieht, ich habe ein neues Mikrofon. Neues Headset. So. Und ja, funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ist eigentlich ein Headset mit Mikro, aber das Mikro habe ich da hinten hingebogen, weil ich brauche es ja eigentlich nicht. Und in der Aufnahme muss es ja auch nicht unbedingt zwingend dabei sein, wenn man es nicht braucht. So. Was gibt's denn hier? Ein Schreibtisch. Diese heruntergekommene Werkbank könnte dennoch nützlich sein. Schon wieder die Werkbank. Ah. Was ist das denn? Oh. Ein Geheimgang. Mhm. Wir benötigen den Schlüssel für das Schloss. Ach nee, Genius. Den kann man bestimmt nehmen, ja. Ich komme rein, ne, und schon gibt es wieder ein Müllbild. Okay, zwei Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel. Den zweiten habe ich noch gesehen, aber ich habe noch nichts gemacht. Ja. Könnte jetzt ein bisschen dauern. Wo soll hier ein Schuh... Ah, aha. Uhrwerk. Die Muschel habe ich auch schon gesehen. Mit Augen sogar. Die Lampe. Das Brecheisen. Hä? Ah, ach das. Das soll nur irritieren. Ja, ja. Ich will nicht wissen, wie viele da draufklicken und denken, es wäre das Brecheisen. Eine Feile. Hoppala, Entschuldigung. Ich ziehe nur gerade mein T-Shirt zurecht, das hängt gerade so komisch. Es klebt irgendwie so ein bisschen, weil es ist ja ziemlich warm draußen. Ein Stiftelein. Das ist ein Lineal. Das sieht aus wie ein Zauberstab. Metallkiste ist das. Was ist das denn für ein Schraubenschlüssel? Das ist der Stift. Drei Federn. Das darf eigentlich nicht so schwer sein, so ein paar Federn zu finden. Ja.
sind diese Federn? Es darf doch nicht so schwer sein, so eine Feder zu sehen eigentlich. Was ist denn hier los? Mobbing! Bin ich blind? Ich glaube, das sind gar keine richtigen Federn wieder mal. Aha. Na, jetzt ist klar. Hallo, die Feder von der Wäscheklammer. Ach ja, klar. Ein Brecheisen, ja? Ganz ehrlich, das kann man auch aufbrechen. Ein Schraubenschlüssel. Halt! Da war noch was Interessantes an der Wand. Da ist nichts drin. Also doch nicht so interessant. Diese Dampfwolke ist zu heiß, um durchzugehen. Wir müssen den Dampf ableiten, bevor es weitergeht. Ach so, aber da kommen wir hin, oder was? Hauen wir mal... Nee, ich dachte, wir haben noch Öl. Ja. Wie soll das gehen? Nimm dich in der Nähe des Boilers in Acht. Es ist glühend heiß. Er ist glühend heiß. Aber die Kerze schmilzt nicht, oder was? Was soll das denn bitte schön für eine Logik sein? Da, ach so. Das muss man da wahrscheinlich wieder mit dem Hammer oder sowas grad biegen. Was ist das denn? Der einzige Weg durch diese Tür ist, sie aus den Angeln zu heben. Na klar. Wir sind ja Herkules. Eine Axt. Nimm die mit. Da ist überall Blut. Und eine Axt. Was ist das? Blut oder Wein? Keine Ahnung, was in diesem Sack ist. Doch er ist zu schwer für mich. Ich brauche ein Hilfsmittel. Nimm den Stock. Du hast eine Flasche mit Essig gefunden. Sei vorsichtig. Diese Vase sieht zerbrechlich aus. Sie könnte in Scherben brechen und uns verletzen. Oh Mann. Eine Ming-Vase im Keller. Okay, jedem das seine. Du hast eine Laubsäge gefunden. Wir können dieses Ventil abschrauben und damit den Dampf abstellen. Hallo? Ich komme mir leicht verarscht vor. Aha. Da lief gerade jemand vorbei. Schon wieder. Ich achte da jetzt oben mal drauf. Achtet mal oben aufs Fenster. Und schon wieder. Da
läuft anscheinend gerne jemand im Kreis vorm Fenster. So, hat sich das. Diese Tür klemmt und das Schloss ist kaputt. Wir müssen es irgendwie aufbrechen. Ja, das Brecheisen ist ja schon weg. Ja, mit was nur? Essig anscheinend nicht. Ah, an diesem Schraubstock fehlt der Griff. Ach so. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Ich wollte mich schon freuen. Aber so einfach wird es uns anscheinend dann doch nicht gemacht. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Hab ich so im Urin? Hau sie kaputt, los! Oh Manno. Ich glaube nicht, dass das Wein ist. So wie der Hacklotz aussieht. Konnten wir den Stock irgendwo gebrauchen? Eine Statue fehlt hier, ja. Alter, ganz ehrlich. Ich will nicht mehr. Auch nicht. Von hier kommen wir, ne? Halt, Moment mal. Hier gibt's bestimmt noch irgendwas. Na gut, hier nicht unbedingt. Hier auch nicht zwangsweise. Nö. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Boah, ist echt schwierig. Muss ich zugeben. Hier war nichts mehr, oder? Nicht, dass ich wüsste. Hm. Ah, meine Güte. So, erstmal drücken. Ah.
außerdem... Kohlehaufen ist da auch nichts mehr. Hier ist auch nicht... Nein! Nein! Warte mal, wir waren noch nicht in dem Haus. Also hier läuft er ständig vorbei, der Kerl. Aber hier ist doch gar niemand. Verarsch mich halt. Oh. Hier konnte man nichts mehr machen. Oh nö, nicht schon wieder! Gib Ruhe! Ah. Vielleicht den Vogel damit erschlagen, wer weiß. Nee. Es neigt sich ja auch so dem Ende zu, DuckTales, muss man ja sagen. Es ist jetzt nicht mehr so lang und ich hätte das schon gerne jetzt bald mal durch. Säge. Schraubenzieher. Nein, 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 nein. Alter, komm schon. Ich bin verzweifelt, merkt man es mir an? Komm schon! Gib mir einen Hinweis! Warte mal! Bisschen Zeit ist ja noch. Bisschen weniger als die Hälfte. Tropf. Hoffentlich bin ich überhaupt laut genug und die Musik ist nicht zu laut. Das befürchte ich nämlich im Moment. Einen Moment mal. Gut, Mikro ist an, das ist schon mal sehr gut. Und ich nehme DuckTales jetzt weiterhin mit Bandicam auf, weil hier funktioniert es ja ziemlich gut. Und wieso soll ich die Datei ewig groß machen, wenn ich sie mit Bandicam auch klein machen kann? Ich müsste eigentlich nicht mal rendern, weil die nur... Obwohl, 280 Megabyte ist es vielleicht groß bei Bandicam. Dann rendere ich es nochmal, dann hat es vielleicht 150, 170. Und das geht dann auf jeden Fall. Hier fehlt ein Federkiel. Immer noch. Ich kann ein kleines Loch im Globus erkennen. Man kann den Globus wohl öffnen. Oh ja, danke. Wer tut schon seinen Stift da rein? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ernsthaft? Das kann natürlich jetzt sein, dass... Ja! Den jüngsten Geschehnissen nach zu urteilen, liegt die Fakten auf der Hand. Sarah, welcher wir durch das Anwesen gefolgt sind, ist in der Tat ein Geist.
Wie ist sie gestorben? Das ist das große Rätsel. Vor ihrem Verschwinden scheint Sarah etwas in diesen kleinen Schrank gelegt zu haben. Sehen wir uns das einmal an. Alter, Finne! Eine Blume wird entfernt, wenn eine andere darüber springt. Ziehe eine Blume, um sie zu bewegen. Ach so. Aha. Um das Rätsel zu lösen, darf nur noch eine Blume auf dem Brett sein. Jetzt ist es nicht mehr möglich. Wir sollten von vorn beginnen. Oh nö. Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Nee, nicht mal. Okay. Alter, Finne! Okay, ganz ruhig. Juhu! Eine Teleskoplinse. Oh mein Gott. Okay, so schwer war das dann auch wieder nicht, muss man mal sagen. Es war eigentlich machbar, also übertrieben schwer war es jetzt nicht, aber... Nix aber, also ich habe schon wesentlich Schwierigeres gesehen. Wie man es reparieren könnte, draufhauen, bis es gerade ist. So, jetzt stehen wir schon wieder vom nächsten Problem. Ich probier mal was. Okay. Autsch, das Sägeblatt ist zu scharf zum Herumtragen. Ich muss es irgendwie einwickeln. Was ist das denn für ein Schlaffi? Ja, genau. Genau, sicherlich. Mit einem Sägeblatt die Tür durchsägen. Das bewegt sich doch beim Sägen wie Sau. Wie soll das gehen? Da sägst du dich ja in Grund und Boden. Was ist das denn? Der Physikraum oder was? CA, da fehlt was.
Komm, das schaffe ich noch. Was ist das denn, eine Bong? Flasche. Ja. Sorry. Musste sein. Das war keine Flasche. Oh süß, da sitzt eine Ratte. Hallo. Oh Mann. Handspiegel ist da. Was ist denn ein Tamburin? Okay. Ein Buch, ein Stiefel. Aha. Ein Blatt. Das sind auch Blätter. Ah. Pilze. Fuß- oder Genitalpilze. Vergessen wir den einfach mal wieder. Es scheinen Fußpilze zu sein. Flasche. Anwesend. Hammer. Nee, Spaß. Hammer, der war hier doch, das ist eine Axt, das ist kein Hammer. Wo ist das kleine Hämmerlein hier? Wo ist es denn? Hallo, Hämmerlein. Hört mal, wer da hämmert. Eine Glocke. Das ist ein Hammer. Da ist der Stiefel. Na klar, das war mir klar, dass der mir jetzt die Glocke zeigt. Eine Flasche. Ey, du Flasche. So eine alte Medizinflasche. Tamburin, da kann ich jetzt aber lang, du, ey. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was ein Tamburin ist. Ihr wisst's wahrscheinlich. Alles, was ich nicht genau weiß... Oh, Nackenschmerzen. Oh. Alles, was ich nicht genau weiß, klicke ich an. Komm schon. Da sind Karotten. Lecker. Eine Birne, auch gut. Her damit. Ah, stimmt. Wir haben eine Wachsfigur entdeckt. Aber die Kerze schmilzt nicht. Ich glaube, das war ein bisschen zu kurz. Gut, dann würde ich sagen, ich beende mal an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.